ganz kurz auf den Vent schauen, dann seht ihr, ich kann einfach ganz kurz durch Wände schauen. Mein neuer Among Us Merch ist jetzt online auf pad-shop.de. Schaut gerne in die Beschreibung. Es wird wie gesagt der letzte Among Us Merch sein, den ich jemals rausbringe. Falls ihr also noch einmal Among Us Merch haben möchtet, schlagt jetzt zu, denn danach werdet ihr keine Chance mehr haben. Link in der Beschreibung. So Leute, wir werden uns heute mal Among Us Glitches anschauen, die aktuell in der 15-Spieler-Lobby-Update-Gedöns immer noch funktioniert. Also in der neuesten Version auf jeden Fall. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst jetzt auf Ehren ein Like da, ein Abo da. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch Glitches kanntet, denn die sind heute wirklich richtig, richtig lustig. Ansonsten werde ich ab morgen versuchen, einmal um 13 Uhr ein Among Us-Video hochzuladen, also so wie immer. Und um 18 Uhr versuche ich jeden Tag ein Minecraft-Video hochzuladen. Also Leute, schaut auf jeden Fall auch um 18 Uhr vorbei. Es kann sein, dass das nicht täglich ein Minecraft-Video um 18 Uhr kommt. Ich versuche mindestens alle 2 Tage ein Minecraft-Video hochzuladen. Ich würde sagen, wir legen mal sofort los, Leute, denn es hat etwas, also der erste Glitch hat etwas mit dem Vent zu tun, denn ihr seht wahrscheinlich schon, ich habe hier diesen wunderschönen Doktorkittel an. Ihr müsst jetzt allerdings mal drauf achten, was passiert, wenn ich in einen Vent reingehe. Schaut euch mal diesen Kittel an, Leute. Ich weiß nicht, wie sowas passieren konnte, aber ihr seht, irgendwie wird mir der Kittel ausgezogen und erstmal fliegt der Kittel in den Vent rein und danach flieg ich rein. Also, ihr seht es wahrscheinlich, ja, ich denke mal, man sieht es auf jeden Fall ganz, ganz gut. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt sofort rüberwente. Es geht gar nicht. Ah, okay. Es geht erst, wenn wirklich mein Körper komplett drin ist, wie man sehen kann. Ich drücke wie verrückt auf die Pfeile drauf, aber das geht erst, also wenden zu einem anderen Raum, wenn ich komplett im Vent drin bin. Aber Fakt ist, Leute, der Kittel fliegt auf jeden Fall zuerst rein. Und das sieht irgendwie sehr, sehr merkwürdig aus. Also meine Cappy, die wird zum Beispiel nicht von mir getrennt. Aber der Kittel, keine Ahnung, was da los ist. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, es gibt Situationen, da bin ich gar nicht im Vent drinne. Also man sieht noch meinen Charakter, aber ich kann schon wieder rauswenden. Also auch super komische Angelegenheit. Ihr seht es wahrscheinlich jetzt gerade. Also ich bin ja quasi noch gar nicht verschwunden, aber ich kann sofort wieder rauswenden. Also es kommt mir auch so vor, als wäre das nicht unbedingt richtig, aber naja, so viel dazu. Es sind auf jeden Fall 2 lustige Glitches meiner Meinung nach. Genau, dann kommen wir auch schon zum nächsten Glitch, Leute, denn, ja, wobei, wir machen erstmal den Emergency Glitch, denn, den habe ich sogar schon in einem Video gezeigt, denn wenn ich jetzt ein Meeting mache, Leute, genau, einfach ein ganz normales Meeting machen, so, bam, Meeting wird gemacht und wenn ich jetzt nämlich, nachdem, oh, jetzt skippen hier schon alle, wenn wir jetzt hier in diesem Discuss-Bildschirm sind, wo wir theoretisch Spieler voten können, müssen wir einfach nur einmal auf Skip Vote drücken und dann dürfen wir nichts mehr machen. Wenn wir jetzt nichts mehr machen, sondern nur hier diese Auswahl quasi haben und die Zeit abläuft, dann können wir uns gleich nicht mehr bewegen. So, also ihr seht gerade, die Zeit läuft natürlich ab. Wir drücken nach wie vor gar nichts. Diese Ansicht unten links muss offen bleiben. Und ja, wie wir sehen, Leute, wenn ich jetzt auf Weiter drücke und jetzt wird hier auch tatsächlich keiner rausgeschmissen. Okay. Aber Fakt ist, Leute, ich werde mich jetzt nicht mehr bewegen können. Es ist egal, wo ich spawne. Wenn ich irgendwelche Tasten drücke, dann passiert hier rein gar nichts. Das gleiche gilt auch dafür, wenn ich auf Maus gehe. Also ich kann mich auch nicht mehr mit der Maus bewegen. Es wird nicht mehr funktionieren, außer ich verlasse das Spiel. Wenn ich das Spiel verlasse und wenn ich jetzt wieder reingehe, dann seht ihr, dann kann ich mich auch wieder ganz normal bewegen. Genau, Leute, also falls ihr vorhabt zu skippen, dann drückt auch auf jeden Fall auf den Knopf, weil sonst könnt ihr euch in-game nicht mehr bewegen. So, kommen wir jetzt aber zum nächsten Glitch und zwar auf, müssen wir jetzt einmal auf Create Game gehen und wir sehen schon, wobei man hat es ganz kurz gesehen, ich muss am besten mal alles hier ausziehen. So, das packen wir mal alles weg. Ja, ganz kurz noch eine andere Sache, die mir auch aufgefallen ist, die auch nicht ganz richtig ist. Ihr seht, wenn wir hier auf den Charakter gehen, also hier am Laptop, und jetzt gehen wir zum Beispiel auf Hüte, auf Pad, auf Skin. Dann sehen wir hier oben rechts und oben links erscheint ein A. Das ist wahrscheinlich die Taste für die Nintendo Switch, um das Menü zu schließen. Vermute ich jetzt einfach mal. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum jetzt hier ein A erscheint. Weil im Endeffekt spielen wir nicht auf der Nintendo Switch, sondern am PC.
Naja, aber Fakt ist, das erscheint auf jeden Fall auch, wenn wir auf Hüte, Haustiere, Skins gehen. Dieses komische A hier ist auf jeden Fall auch nicht richtig. Genau, gehen wir jetzt nochmal ganz kurz raus und ihr müsst jetzt auf jeden Fall ganz, ganz deutlich auf meinen Charakter achten, denn der hat erstmal, wenn ich in eine Lobby reingehe, eine andere Farbe. Wir sehen es, der transformiert sich quasi erstmal zu irgendeiner Farbe. Ganz komische Angelegenheit. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung, aber man sieht es ganz kurz, dass er quasi erstmal so eine rot-blaue Farbe hat, so ein Misch, könnte man sagen. Und ja, dann im Laufe der Zeit bekommt er quasi seine richtige Farbe zugeordnet. Die ist auf jeden Fall auch nicht richtig und auch ein sehr verrückter Glitch, meiner Meinung nach. Genau, dann gehen wir mal rüber nochmal zu der Map Airship, wenn wir schon dabei sind. Und wir müssen jetzt einmal ganz kurz zu Outside gehen. Also Viewing Deck meinte ich und dann Upload Data Aufgabe müssen wir machen. Und wir sehen schon, wir haben jetzt hier bei Viewing Deck haben wir die zwei Upload Aufgaben. Und dann, wenn wir eine Upload Aufgabe machen, bekommen wir eine Aufgabe für draußen. Beziehungsweise diese Signalaufgabe, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen müsst ihr quasi erstmal zuerst diese Aufgabe machen. Aber das wissen sowieso, denke ich mal, alle von euch. Also das brauche ich euch ja, denke ich mal, nicht erklären. So, jetzt haben wir die Aufgabe gemacht und jetzt können wir rausgehen und können wir diese Handyaufgabe machen. So, was hier ganz komisch ist, zuallererst hat unser Handy nicht mehr die Farbe, die unser Crewmate hat. Also eigentlich müsste das ja jetzt in der Farbe orange sein oder wenn ich blau bin, in der Farbe blau sein. Das ist hier auch in dieser rot-blauen komischen Farbe. Also ganz komische Angelegenheit, warum das mit den Farben so rumspinnt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall auch nicht richtig. Was noch dazu kommt, das war aber schon längere Zeit da, ist, wenn ich hier drauf drücke auf dieses komische Handy mit dem Mauszeiger, dann wird ein Sound abgespielt. Ihr könnt es hören. Und dieser Bug oder Fehler oder wie man es auch nennen möchte, der ist schon lange vorhanden. Komischerweise auch nur hier draußen. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel hier zu dieser Upload-Aufgabe gehe und da drauf drücke, da seht ihr, es passiert gar nichts. Das ist auf jeden Fall auch ein bisschen komisch. Ich meine aber auch, dass das wohl auch passieren soll, wenn ich zum Rubin gehe. Also, dass dieser Sound abgespielt wird. Und da sind wir schon beim Rubin. Ich drücke drauf und wir sehen... Ja, genau, es ist auch hier der Fall. Also, ihr hört nämlich so ein... Ja, diesen Aufgabensound könnte man sagen, auf jeden Fall auch nicht ganz richtig. Ja, dann würde ich sagen, Leute, wir gehen mal ganz kurz rüber zu einem anderen Raum. Und zwar wollt ihr wahrscheinlich schon immer einen Imposter auf frischer Tat erwischen. Und das kann man tatsächlich mit diesem Glitch ebenfalls. Denn was wir dafür machen müssen, ist, wir müssen die Monitorauflösung runterschrauben. Ihr seht, ich spiele aktuell auf 2560x1440, also ich habe eine 2K-Auflösung am PC. Wenn ich das jetzt aber ganz kurz runterschraube, also wenn ich auf 1600x1200 stelle, seht ihr schon, ich habe rechts und links so fette Balken. Dieser Glitch, den gibt es schon super lange, aber der hat eine Zeit lang irgendwie nicht so gut funktioniert. Jetzt funktioniert er irgendwie wieder besser. Und wenn ich jetzt meine Auflösung wieder zurückmache und jetzt müsst ihr einfach mal ganz kurz auf den Vent schauen, dann seht ihr, ich kann einfach ganz kurz durch Wände schauen. Das heißt, ich habe so auf diese Art und Weise die Möglichkeit, ganz normal Imposter zu erwischen. Jetzt muss ich ganz kurz hier mal die Auflösung wieder richtig einstellen. So, also ihr müsst quasi den Bereich erwischen. Zum Beispiel seht ihr ja jetzt hier, dieser Vent-Bereich ist quasi im Bereich, wo diese schwarzen PC-Balken sind von mir, also rechts und links. Und wenn ich jetzt wieder die Auflösung zurückmache, seht ihr schon, Alter, wie lange konnte ich bitte schon sehen, was da passiert? Also das ist wirklich super, super OP. Sobald der Vent aufgeht, kann man theoretisch sehen, okay, da ist einer rausgesprungen, beziehungsweise man kann ja sogar den Namen dann lesen durch die Wand. Also super verrückte Angelegenheit und auf jeden Fall auch ein sehr praktischer Glitch. Schreibt gerne mal jetzt euren Lieblingsglitch in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten morgen um 13 Uhr wieder ein neues Among Us Video und um 18 Uhr Minecraft. Also schaut auf jeden Fall vorbei, abonniert meinen Kanal, like und abonniert. Ich würde sagen, bis dann und ciao.